Was ist denn jetzt mit dem PS5-Projekt passiert? Ja Leute, es gibt Updates. Und zwar habe ich mir gedacht, Ölkühlung, viel zu große Sauerei. Wir bauen eine Wasserkühlung. Und ja Leute, die Teile sind schon da. Ich zeige euch jetzt mal, was wir hier verwenden. Damit ihr das günstig nachbauen könnt, habe ich die billigste Custom-Wasserkühlung gekauft, die ihr finden könnt. Das Teil kostet nicht mal 70 Euro. Die Lüfter werden wir wahrscheinlich nicht verwenden, die sehen einfach zu schrottig aus. Die Pumpe, naja, okay, geht für den Anfang klar. Der Kühler geht schon in Ordnung und jetzt haben wir hier das PS5 Mainboard. Ja, wird ein bisschen tricky, das Ganze zu befestigen, aber die zwei Löcher hier passen fast perfekt. Für den Rest lassen wir uns was einfallen. Und natürlich, die Chips für die Xbox 360 sind auch schon da.